Na hey, Schoschleute und moin und willkommen zu einem Video, was ich länger hinausgezögert habe, aus einem guten Grund, könnte man sagen. Man hat jetzt mich schon des Häufigeren gefragt, machst du mal ein Video bezüglich deiner Zeit im Einzelhandel? Und es werden sowieso zwei Videos, wann das andere kommt, weiß ich noch nicht. Ich habe auf jeden Fall jetzt die letzten Tage damit zugebracht, mal ein bisschen das nochmal zu refokussieren, was ich in meiner Ausbildung gemacht habe und das, was ich in meinen 3 Jahren Berufserfahrung gemacht habe, also wo ich so gearbeitet habe. Zu meiner Ausbildung muss ich da jedoch sagen, es gab wenig zu erzählen. Es ist mehr, ich habe das Ganze aus einem guten Grund aufgeschoben. Es ist für mich nämlich mehr, dass ich nicht viele schöne Erinnerungen an diese Zeit habe. Um genau zu sein, es waren mit die schlimmsten 3 Jahre meines Lebens. Und das Schlimme ist, es lag überwiegend nicht mal daran, dass es lag nicht mal unbedingt an der Arbeit, aber es ist dann immer so, man kommt frisch aus der Schule und wird dann mitten in die Arbeitswelt geworfen. Und wenn dann sich das noch mit anderen Problemen und anderen Sorgen zusammentut, das ist ein Rezept für Desaster. Man könnte schon fast sagen, Entschuldigung, by the way, dafür, ich bin noch ein bisschen erkränkelt, also sorry, wenn ich mich dann und wann mal räuspern muss, also tut mir leid dafür. Ja, wie gesagt, jedes Jahr war quasi eine andere Qual. In der Zeit war es leider gang und gäbe, dass meine letzten beiden Großeltern sehr stark erkrankt wurden und ich dann bedauerlicherweise jede Nacht nicht mehr geschlafen habe und es dann irgendwann so weit ging, dass ich irgendwann angefangen habe, nachts Schreie zu hören, die leider tatsächlich da waren. Also das war so eine Sache, von meinen Großeltern war so eine Sache, die haben über mir gewohnt und wie das dann halt ist, ne, ich möchte da nicht groß drauf eingehen in dem Punkt, aber sagen wir mal so, es ist irgendwann so weit eskaliert in diesem Stressfaktor, dass du nachts wach da liegst und plötzlich nur in Panik hochschreckst, weil dein Hirn dir sagt, da ist etwas, obwohl da gar nichts ist. Das ist so ein, ich weiß auch nicht, man könnte schon fast sagen, eins dieser Ereignisse in meinem Leben, wo ich, glaube ich, nie vergessen werde, weil du wachst nicht mal auf, du liegst da und du glaubst, dein Hirn macht dir klar, dass etwas, jemand in deinem Raum ist. Überall. Du fühlst dich beobachtet ohne Grund und ich sag mal so, das war der schlimmste Moment in meinem Leben, das kann ich euch jetzt schon sagen. Ihr könnt mich jetzt gerne auch für verrückt halten, aber das war die Nacht, wo ich drauf und dran war, den Verstand zu verlieren und zwar komplett. Und ich sag mal so, meine Ausbildung war da ein großer Teil von, weil ich habe da sehr viel mit Leuten gearbeitet, um jetzt mal kurz zu erklären, wo ich gearbeitet habe. Der Laden existiert sowieso nicht mehr, davon mal abgesehen. Der Laden hieß Sky und für diejenigen, die jetzt nicht familiar sind mit Sky, nein, ich rede nicht von dem Fernseher-Service-Scheiß, das, was ich mir während meiner Ausbildung 10 Jahre lang anhören musste in der Berufsschule, nee. Es geht um den Laden Sky. Falls ihr mal von Plaza gehört habt, vielleicht. Ist, glaube ich, jetzt mittlerweile auch tot. Hat Rewe gekauft. Nee, Rewe hat Sky und Plaza gekauft, soweit ich das verstanden habe. Und, ja, da habe ich halt meine 3 Jahre als Einzelhandelskaufmann. Ich habe nicht mal die Ausbildung zum Verkäufer gemacht, sondern ich habe die vollen 3 Jahre gerockt. Und, ich sag euch, ich hatte nur Psychopathen gefühlt. Wir hatten, also ich werde keine Namen nennen, davon mal abgesehen. Aber wir hatten so das Problem, wir hatten die Chefslieblinge. Das war so unser größter Knackpunkt. Wir hatten Chefs kleine Lieblinge. Und das waren 4 Leute. Unser Kassenlord, unser Stellvertreter, also unser, wie ich ihn immer lieben gern genannt habe, den Herrn Oberlehrer. Weil er hat immer das abgezogen von wegen, ich weiß nicht, kannst du? Yeah, fucking asshole. Und dann hatten wir noch den Workaholic und wir hatten den Psychopathen. Der Psychopath hat sich meistens immer gesagt, ja, das schaffe ich. Und auf einmal liegt eine halbe Palette auf dem Boden. Also, ne?
Und der Workaholic ist, glaube ich, selbsterklärend. Der hatte nämlich immer das Problem, Mensch, deine Arbeit ist noch nicht fertig, aber das dauert mindestens noch 3 Stunden. Ja, machst du halt länger. Machst du halt länger. Und wenn du sagst, ja, und Überstunden dann aufschreiben, dann hat er dich ausgelacht. Und er hat gesagt, so wie, nee. Und das war da leider gang und gäbe. Dass dieser Mythos Überstunden, dass der gar nicht wirklich existiert hat. So, du hast gearbeitet und wenn man irgendwann gesagt hat, so, dein Kram ist jetzt mal fertig, dann durftest du auch mal irgendwann nach Hause gehen. Dann durftest du auch mal früher oder später irgendwann nach Hause. Das ging irgendwann so weit, dass ich mich im Leergutraum eingeschlossen habe, eine Flasche, so eine, ihr kennt ja diese 1,5 Liter Flaschen, selten, ne, diese Glasflaschen, am Hals gegriffen und einmal quer durch den Raum gechuckt. Ich war so scheiße drauf an dem Tag. Da erinnert er mich noch. Einmal quer durch den Raum gechuckt, die Scheiße. Und generell, also, das waren so die Leute. Und vor allem Pause. Pause war auch so eine Sache. Du konntest froh sein, wenn du mal Pause machen durftest. Weil Chefs kleine Lieblinge, die wurden immer regelmäßig schön zu Chef ins Büro zu Kaffee und Kuchen eingeladen, während der Rest natürlich die Arbeit machen durfte. Das lief dann meistens immer dann ab, wenn natürlich genau viel los war, was auch geil war, wenn Chef gesagt hat, ja, müssen jetzt hier Besprechung machen, da ist jetzt demnächst das und das Event und da ist das und das. Mann, jetzt Besprechung, wir treffen uns alle im Aufenthaltsraum. Das Witzige ist, das wurde dann auf einmal wieder von unserer Pause abgezogen. Wo wir dann die ganze Zeit dem Kerl zuhören mussten, wie er seine Scheiße labert. Aber da mussten wir dann natürlich wieder... Das wurde natürlich auf einmal von unserer Pause abgezogen. Das ist natürlich wieder Pause, das ist ja wieder was ganz anderes. Ist mega Bullshit gewesen, also... für diejenigen, die sich jetzt fragen, ob ihr einen Einzelhandel wollt, nein, wollt ihr nicht. Ihr wollt den Scheiß nicht als Azubi machen, vielleicht höchstens als, weiß auch nicht, als Aushilfskraft, weil dann seid ihr sowieso null und nichtig, also... Ne, dann seid ihr sowieso absolut unwichtig, aber das ist de facto, ihr seid wie ein Praktikant dann. Nur, dass selbst Praktikanten teilweise mehr Welpenrecht haben. Aber, das ist so eine Sache. Das waren dann immer so die Privilegien, die du nicht hattest. Als Azubi oder generell als Mitarbeiter. Du hattest keine Privilegien, du hattest eigentlich eine Menge Überstunden, aber da hat es auch schon wieder aufgehört. Weil diese Überstunden eigentlich auf der Pato nie existiert haben. Wirklich, die haben nie. Das war schrecklich. Und das hat sich leider auch in meiner Lebenszeit nie wirklich geändert, dass da mal es auf einmal hieß, ja Mensch, Überstunden, oh Mensch, das ist ja, sowas gibt es? Man muss mal länger, was? Nee, könnt ihr euch abschminken. Also Einzelhandel ist so der Werdegang nach dem Motto, du hast Überstunden? Ja, well, wird mir stinken, wenn ich du wäre. Aber ja, das war zum Beispiel das. Eine andere Sache war unser Leergutraum, das Ding ging jedes Mal kaputt. Irgendwann hatte ich die Nummer von dem scheiß Tech-Support davon schon mehr als nur im Kopf und konnte das Ding nach ein, zwei Jahren schon selber reparieren. Weil ich mir gedacht habe, könnte das sein. Irgendwas war es dann auch immer und dann hat es auch wieder funktioniert. Aber manchmal musste dann einfach der Tech-Support kommen. Und das Schlimme ist, der kam dann nicht mal einfach so, ja, wir kommen jetzt am Nachmittag oder wir kommen morgen, wir kommen nächste Woche. Und ich denke mir so, das Ding nimmt absolut gar nichts an. Du musst die ganze Zeit daneben stehen und die Scheiße selber zählen. Und das Schlimmste ist, du hast denn da diese Rollcontainer. Ich weiß nicht, habt ihr vielleicht mal gesehen, wenn ihr einkaufen wart. Das sind diese Plattform mit 2 oder 3 Wänden, je nachdem, gibt beides. Und dann sind sie entweder blau, gelb oder gibt auch rote. Und dann sind auch Rollen unten dran und das sind halt diese Rollis. Also, nur um euch mal kurz klarzustellen, was ein Rolli ist. Und dann hat man da halt Säcke drüber gespannt und dann musste man immer zählen und aufschreiben und hast du nicht gesehen. War an sich easy. Das Problem ist, wenn dann irgendwann der Leergut wieder funktioniert hat, der Scheiß muss ja irgendwo bleiben. Dein Lieferant nimmt das ja auf einmal so nicht an. Deswegen stehst du da 2 Stunden und schredderst dann erstmal Flaschen. Dann ist der Container wieder voll, dann musst du rein. Zwischendurch wollen andauernd Kunden ihr Leergut abgeben. Du bist da so lange bei und es ist so fucking tedious.
Es ist fast so schlimm wie Kasse. Und selbst Kasse ist eigentlich noch eine Sache, weil wir hatten damals eine Kasse sogar. Wir mussten uns keine Nummern merken, was jetzt in meinem Werdegang noch kommt. Wir hatten damals eigentlich relativ gute Kassen. Da war immer bildlich abgebildet an Obst und Gemüse, was das ist und was es denn kostet und alles. Das Problem ist, nee, bildlich hatten wir nicht mal, wir hatten nur Schrift. Das war das Geilste. Und dann waren die teilweise unter falschen Namen drinne. Und dann denkst du dir, hä? Und dann sind die Preise falsch drinne und du denkst dir, hä? Was machen die da schon wieder im Büro? Und dumm rumpimmeln oder was? Nicht schön auf jeden Fall. Das Problem ist, unser Leergutraum war halt auch unser Getränkelager an sich, also für Getränkereste. Und ich werde das nie vergessen. Wir hatten immer, weil unser Gruppenpsycho hatte die Abteilung. Und meistens wurde ich damit beauftragt, die Scheiße zu erledigen. Und der Typ war nicht in der Lage, die Rollcontainer vernünftig aufzubauen. Ihr müsst es euch so vorstellen, wir hatten einmal so an der Wand 3, 4 von diesen Dingern. Und die waren so gebaut, du hattest Angst, die Dinger auch nur zu berühren. Weil du Schiss hattest, von einer Lawine aus Getränken überrollt zu werden. Und daneben, das war dann das Allergeilste immer. Wir hatten so eine Stapelameise. Also eine Ameise, die tatsächlich richtig hoch konnte. Also so 3, 4, 5, 6 Meter, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall konnten wir damit Paletten übereinander stapeln. Getränkepaletten. Und wir hatten es dann irgendwann auch mal so gehabt, dass ich gesagt habe, nee, das wird nichts. Weil das liegt alles so ungut. Das ist so instabil. Und Mein Psycho-Chef hat sich dann gesagt, ja, das geht schon, lass mich mal machen. Er fängt an, auf einmal liegt die halbe Palette auf dem Boden und es scheppert. Scherben überall, Flüssigkeit überall, schrecklich. Also hätte da jemand untergestanden, der wäre tot. Und fucking dead, annihilated. Und ratet mal, wer es sauber machen durfte, ne? Ratet mal, wessen Überstunden das dann wieder waren. Richtig, des Schoschmanns. So, das am Ende, ne? Leergut ist scheiße. Also so, wenn ihr keinen vernünftigen Automaten habt, was heutzutage mittlerweile immer besser wird, wenn ich das mal so... Also in den Läden, wo ich mittlerweile einkaufen gehe, die haben richtig gute Automaten. Von daher... Aber ich habe keine Ahnung, ich arbeite da nicht. Also von daher, ich habe keine Ahnung. Denn, was hatten wir noch so... Oh ja, ich habe mir nur so ein paar Notizen gemacht, dass sie nicht wundern, dass ich mal hier was ablese, so stichpunktartig. Wir hatten noch einen anderen Azubi. Und der Typ war... Ihr glaubt manchmal, ich bin ein Chaot. Ihr habt den Kerl noch nicht erlebt. Der Typ war ein absoluter Soziopath, was das angeht. Also, ich kann euch so viele Storys über den erzählen, aber es sind immer so kleine, das ist immer das Witzigste. Irgendwie jede Feier, die wir hatten, also jede Betriebsfeier, sei es irgendwie eine betriebsinterne Jahresfeier, sei es Weihnachtsfeier. Der Typ hat sich so besoffen, so abgeschossen, dass er kotzen musste. Das eine Jahr... Ich muss jedes Mal lachen, wenn ich daran denke. Wir waren bei so einem Italiener. Und da war Buffet und alles. War richtig schön. Aber der Typ hat so viel gesoffen und hat sich dann volle Möhre übers Buffet gekübelt. Der Besitzer war so unglaublich sauer auf ihn. Und Chef auch, aber ne, hat seinen Job behalten, weil du kannst den Azubi leider nicht so einfach feuern, dann kriegst du hier Azubi-Sperre oder so ein Blödsinn oder kriegst Strafe im Azubi-Knast oder so. Oh, ich sag mal, der Typ, der war ein absoluter Soziopath. Der Typ war durch. Auch die eine Jahresfeier, da hat er gesagt, oh, da hat er mich nicht aufgehört zu nerven, dass er mir doch eine Mische machen will. Und ich so in meinem jungen Wahn hab mir dann gedacht, ja gut, mach halt. Und auf einmal gibt er mir irgendwas. Es sah gelb, orange, grünlich aus. Ich habe keine Ahnung. Es sollte irgendwie Fanta, Wodka, Energy, noch irgendwas sein. Es hat geschmeckt wie Kleber. Es hat geschmeckt wie fucking Kleister. Es war absolut disgusting. Also, der Typ hatte echt die Zeit seines Lebens da. Was anderes, wenn wir jetzt so, wir hatten Events. Unser Chef war immer so, ja, Events, das ist so.
als die Zukunft. Es funktioniert. Und da hatten wir so Sachen, die nannten sich Schlemmerabend und Midnight Shopping und so ein Blödsinn. Und wir Azubis, wir mussten teilnehmen. Und ich hab gedacht, da hat man mir dann noch so aufgeschwatzt, ja, das wird voll das Event für euch und voll cool. Was war das am Ende? Ich hatte morgens von 9 bis 16 Uhr gearbeitet, glaube ich. Durfte kurz nach Hause, sollte aber um 20 Uhr schon wieder auf der Arbeit sein. Um dann von 20 bis irgendwie 23, 24 Uhr zu arbeiten. Und was war denn meine Aufgabe? Richtig, ich sollte Gläser spülen wie so ein Bekloppten. Also, was sind solche Tage? Du kriegst zwar... Haben wir das überhaupt gekriegt? Ich weiß das gar nicht. Ich glaube, du hast für die Zeit das Doppelte an Gehalt gekriegt. Also für die Nachtschicht. Weil es ist ja basically Nachtschicht. Aber du stehst denn da die ganze Zeit, während alle im Laden quasi ihren Spaß haben und trinken, feiern, essen. Und du sitzt da hinten und denkst dir, yay, Gläser spülen. Ich krieg nur geringfügig Mordgedanken gerade. Also, ich sag euch, das solche Events, ne, können sie sich echt in die Haare schmieren. Das waren so Momente, da habe ich nichts draus gelernt, außer machen nie wieder bei solchen Events mit. Was anderes, ich hatte sogar in der Zeit mal, in meiner Ausbildung einen Arbeitsunfall. Und einen ziemlich merkwürdigen sogar. Ihr müsst wissen, damals war ich noch, hatte ich noch nicht so die Power, sag ich mal so. Mittlerweile, I consider myself als ein bisschen stark, so ein bisschen kräftig, sagen wir es mal. Also ist nicht nur Masse, wo ich habe, so ein bisschen Power hinter. Und war ich damals noch nicht. Und diese Rollcontainer, wo drei Wände haben, sind teilweise ziemlich schwer. Also sind ziemlich schwerfällig. Das Problem ist, wir sollten die immer so quasi kippen und dann übereinander. Also einen normal und einen umgedreht übereinander. Das Problem bei den dreiwändigen ist, die sind super schwer. Und dann wollte ich anfangen, mir geht der Platz aus und mein Knie ab der Kniescheibe knickt zur Seite weg. Ich habe keine Ahnung mehr, was passiert ist. Mir ist schwarz vor Augen geworden. Das Einzige, was ich noch realisiert habe, ist, wie ich mich irgendwie zu einer Palette geschleppt habe. Und ich irgendwie das Bewusstsein verloren habe. Mein Hirn hat komplett ausgeschaltet in dem Moment. Als ich wieder zu mir gekommen bin, habe ich so 2-3 Meter entfernt von mir zwei Kollegen gesehen, wie sie sich unterhalten haben. Und ich denke so, ich komme so langsam wieder zu mir und denke mir so, Moment mal, stehen die echt nur blöd da und quatschen miteinander, anstatt mal zu gucken, warum hier ihr fucking Azubi auf einer Palette hockt und bewusstlos ist? What the fuck is going on here? Wo bin ich? Was bin ich? Und das Schlimme ist, es mit meinem Bein wurde nicht besser. Das hatte ich jahrelang nachher noch. Dass ich dann auch zum Arzt gegangen bin und der hat gesagt, ja, schon, aufpassen. Das Problem ist, ich hatte dann irgendwann so, das war richtig merkwürdig. Mein Hirn war manchmal schneller als mein Bein. Und dann habe ich das beim Laufen gemacht und dann habe ich mein Bein so merkwürdig hinterhergezogen. Fucking Pain. Mega Pain war das einfach. Aber das hat zum Glück irgendwann nachgelassen. Gerade so in der Zeit, wo ich mit der Ausbildung fertig war und hier meine jetzige Wohnung renoviert habe, weil da konnte ich alles in meinem Tempo durchgehen. Ich bin also ja täglich hier hochgegangen und habe dann in meinem Tempo quasi renoviert, habe mir das Radio angemacht und dann war gut. Und früher oder später war das dann mit meinem Knie wieder gut und mittlerweile ist da gar nichts mehr. Also ich kann froh sein, ich bin mit einem blauen Auge davon gekommen. Das könnte um weitaus schlimmer sein. Aber ich wurde da einfach sitzen gelassen. Da hat man sich nicht mal gesagt, so, ist alles okay? Oder du, der hat gerade kein Bewusstsein. Nee, gar nichts. Nada, niet. Das war so, okay, so wichtig bin ich hier also. Ich wurde auch hier nicht übernommen. Also von daher, die wollten mich nicht mal. Aber ich habe gesagt, so gut, ich will hier auch nicht. Ich will hier auch nicht sein. Zumal mein Abschluss war sowieso, ich war noch nie so abgeschossen. Von Alkohol an meinem Abschluss. Aber die haben mir gesagt, es ist mein letzter Tag. Go fuck self. Ich habe nicht viel getrunken. Witzigerweise, ich habe nicht mal viel getrunken, aber ich war zu der damaligen Zeit noch nicht so alkoholresistent, wie ich es heute bin. Also ich halte heute um einiges mehr aus.
Aber damals war ich das noch nicht. Und ich habe dann halt getrunken und getrunken und auf einmal konnte ich nicht mehr gerade stehen und bin dann schlicht und ergreifend, bin ich irgendwann nach Hause gekommen, ins Bett gekippt und hab dann später realisiert, ach ja, stimmt ja, da war ja was. Aber ich habe es trotzdem noch nie geschafft, einen Filmriss zu haben. Das ist so ein immer noch ein Achievement und ich bin schon mit Micha durch die Stadt Bochum mitten in der Nacht gerannt und hab gebrüllt bei Odin. Und wir sind gerannt, als ob uns der Teufel verfolgt, aber, ne? Also, es gibt schon so Sachen, wo man doch dann kann. Aber ja, meine Ausbildung war die Hölle. Es waren die schlimmsten 3 Jahre meines Lebens und ich bin froh, dass ich aus dem, was ich da geholt habe, gelernt habe und mir dann gesagt habe, gut, nie wieder Einzelhandel. Ein Jahr später war ich wieder im Einzelhandel. Also deswegen, ich hoffe aktuell, dass es nicht wieder derselbe Fall wird bei mir, sonst I am straight fucked. Ich bin dann straight up fucked. Ja, aber sonst hatten wir halt so die üblichen Kundengeschichten, die ich immer so erzähle. Also zum Beispiel, dass mal eine Kundin irgendwie ein Glas eingelegten Candice runtergeschmissen hat aus dem Regal, mich dumm angeguckt hat und gesagt, es war der Wind. Und ich gesagt habe, ist klar, Murat. Der Wind. Wir sind hier in einem Center. Hier ist kein Wind. Hier ist nicht mal Luft. Im Sommer ist hier nicht mal Luft. By the way, die Arbeitskleidung, die wir hatten, das war auch immer richtig geil. Wir hatten nicht einfach nur ein Sweatshirt oder ein Shirt. Nee, wir waren full on Workaholics. Weißes Hemd, Weste, Krawatte. Eine fucking Krawatte im Einzelhandel. Du musst, weißt du, ich habe Kellner gesehen, die waren schlechter angezogen als ich. Deswegen, also, der fucking Krawatte. Es gab Kellner, wo sich gedacht haben, boah, ich würde gern so aussehen wie der. Aber war es leider nicht. Aber, ne, sonst habe ich, wie gesagt, sonst eine Menge Zeug, so diese kleinen Kundengeschichten, wo ich immer in Streams erzähle. Aber ich bin halt, wie gesagt, nie groß auf meine Zeit in der Ausbildung eingegangen, weil damals hatte ich auch... Ja, ich habe damals gerade erst mit Chezos, mit dem Kanal hier angefangen. Und das mittendrin. Also ich war in der Zeit, wo ich quasi hier meine Ausbildung hatte, habe ich noch auf meinem alten Kanal viel gemacht. Und bin erst dann irgendwann im Laufe der Ausbildung auf meinen neuen Kanal gewechselt, weil Partnerschaft und all sowas. Dann, es war damals halt also ein bisschen anders. Aber... ich hatte aber damals noch nicht das Schosch zum Sonntag oder sowas. Ich habe immer damals für diejenigen, die es noch wissen, es gibt bestimmt noch einige, die es wissen, aber ich habe damals halt nicht viel über meine Ausbildung erzählt oder versucht, weil ich immer die Befürchtung hatte, die finden mich dann irgendwann. Heute denke ich mir, als ob, das ist nirgendwo. Das war halt so die Phase, wo Internet war Neuland, könnte man schon fast sagen. Aber ich hatte damals ja nicht das Schosch zum Sonntag. Ich hatte mehr so... Gott, ich habe damals Minecraft-Videos gemacht. Meine Güte. Die gibt's hier noch auf dem Kanal und ich sag euch. Einzelhandel, Ausbildung. Also Verkäufer ist ja noch eine Sache. Das ist nur 2 Jahre und um einiges kürzer und schöner, weil du musst dann weniger machen. Aber... Einzelhandelskaufmann ist... Boah, ich sag euch. Und vor allem, wir hatten es, ja. Das war auch das Geilste. Ich wurde zu Anfang... Es fällt mir jetzt mehr so nebenbei ein. Ich wurde in eine Schule in einer ganz anderen Stadt geschickt. Obwohl die in der Stadt, wo ich gearbeitet habe, wo meine Ausbildungsstelle war, war nicht mal 2 Kilometer entfernt eine Berufsschule. Wo ich sogar damals meinen Realschulabschluss gemacht habe im Bereich Wirtschaft. Also... Ihr merkt, ich hatte nicht unbedingt mit den schlauesten Leuten zu tun. Die haben mich in eine ganz andere Stadt geschickt und dann nach der ersten Woche habe ich dann gesagt, so ja, da hieß es am Ende irgendwie, ja, wenn ich euch dann und dann gehen lasse, müsstet ihr noch in Betrieb. Und ich so, bis ich in Betrieb bin, ich brauche mindestens 2 Stunden bis in Betrieb und die so, wieso, wo arbeitest du denn? Ich so, ja, da und da. Und der Lehrer dann so, wieso bist du dann hier? Und ich so, that beats me. Und eine Stunde später kam dann der Lehrer zu mir
Wobei, wir hatten da in der Klasse echt, das war eine nette Klasse. Also, das, die werde ich so schnell nicht vergessen. Der kam dann zu mir und meinte, ja du, ab nächste Woche gehst du denn da bei dir in der Stadt in die Berufsschule. Da ist noch massig Platz. Ich habe keine Ahnung, warum du hier gelandet bist. Und ich so, ich weiß es auch nicht. Sag das meiner Busrechnung, die ich hier jetzt habe in der Zeit. Weil ich weiß nicht, ich musste irgendwie immer über eine Stunde den Bus fahren. Und ich habe mir irgendwann gedacht, boah, Alter, leck mich doch am Mors. Und dann irgendwann auch die Schnauze voll. Aber das Schlimmste war, wir hatten dann immer so in der Woche, wir hatten einen ganzen Tag Schule, was das Geilste ist, weil du wirst dann quasi für Schule bezahlt. Das, ich sage, das ist der geilste Shit. Wenn du Berufsschule hast, du sitzt einfach von 7 bis 15 Uhr, das ist erstmal wie ein kurzer Schultag, also wie ein kurzer Arbeitstag irgendwie, weil du andauernd Pause hast. Und du wirst tatsächlich dafür technisch gesehen bezahlt, weil es gilt als Arbeitsstunden. Und ja, das ist so cool. Das Nervigste war, wir hatten immer einen Tag in der Woche, wo nur ein halber Tag Schule war. Und das dann war wieder so dieser Tag, wo du absolut keinen Bock drauf hast, weil du hast quasi von 7 bis 10:45, 11:30 so in etwa, hast du Berufsschule. Und dann hieß es immer, ja, danach kommen sie aber noch in Betrieb. Und ich so, work. Und dann immer so bis 16, 17 Uhr und du denkst dir, boah, das ist ein langer Tag. Das ist ein harter Tag, das ist ein hartes Stück Arbeit. Aber es zählt denn ja zum Glück auch heute eine Menge Arbeitsstunden. Also waren denn die restlichen Tage immer dementsprechend kürzer. Ich meine, ich habe damals in der Ausbildung 37,5 Stunden gearbeitet. Und nachher in meiner Hauptarbeitszeit, also in meiner anderen Zeit, hatte ich 40 Stunden. 40 Stunden. Ich kann das nicht mal aussprechen, ohne es richtig ernst zu nehmen. Aber wie gesagt, dazu noch mehr im nächsten Video, weil ich merke schon, ich laber jetzt hier fast eine halbe Stunde euch ein Ohr ab über meine Ausbildung. Alter, ich sag euch, sofern ihr nicht wisst, dass Einzelhandel wirklich das Perfekte für euch ist, geht nicht in Einzelhandel. Es ist ein absolut undankbarer Job, wie mittlerweile fast jeder Job hier in unserem schönen Land, aber jemand muss ihn machen und bezahlt wirst du auch. Bezahlung ist zwar eine theoretische Sache häufig, aber ihr wisst, was ich meine. Aber ja, das ist so in etwa, so grob zusammengefasst, meine Ausbildung gewesen als Einzelhandelskaufmann. Und wie gesagt, das waren die schlimmsten 3 Jahre meines Lebens, weil ich echt, jedes Jahr kam irgendwas anderes auf mich zu. Und das zusammen mit dem Stress, nicht gesund. Absolut nicht gesund. Also, nein, es hat mich so geformt in den Punkt, wo ich jetzt heute bin. Allerdings habe ich auch dafür das Gefühl, dass ich manchmal mir denke, hätte ich mal wenn ich bloß weiter zur Schule gegangen. Egal. Auf jeden Fall, das war's hier von meiner Seite. Ich werde jetzt mal schauen. Irgendwann demnächst kommt dann das Video bezüglich, wie waren meine 3 Jahre Arbeit. Wie habe ich das ausgehalten, ohne irgendwen umzubringen. Das und vieles mehr erfahrt ihr dann bei der nächsten Maus. Bis zum nächsten Mal. See you, Leute.